Alljährlich trifft sich die Weltelite im Stabhoch- und Weitsprung vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck und kämpft um die begehrte Goldene Dachschingel. Die 8. internationale Golden Roof Challenge am Freitag, dem 1. Juni, war der bisherige Höhepunkt der seit 2005 bestehenden Veranstaltung und brach alle Rekorde. Meetingdirektor Armin Markreiter konnte das Who is Who der internationalen Stabhoch- und Weitsprungszene in Innsbruck begrüßen und gleichzeitig eine Weltneuheit präsentieren. Die neu konstruierte, größte mobile Leichtathletikanlage der Welt, The FlySwat, bestand die Feuertaufe mit Bravour. Die erbrachten Leistungen werden auch für die EM in Helsinki, die Olympischen Spiele in London und die Junioren-WM in Barcelona als Qualifikation anerkannt. 5000 begeisterte Zuschauer genossen während des knapp dreistündigen Spektakels die unvergleichliche Atmosphäre im historischen Ambient. Bei keiner anderen Leichtathletikveranstaltung geht das Publikum so auf Tuchfühlung mit den Athleten. Im Showteil des Spektakels unterhielt Emma, die Sängerin der Olympischen Jugendspiele in Innsbruck, das Publikum. Und der Hochseilakrobat Christian Waldner ließ so manchen Zuseher die Luft anhalten. Der allererste Weitsprung der Konkurrenz der Weltranglisten-Zweiten Elena Sokolova bedeutete bereits Meeting-Rekord. Die Russin brach ihn im Verlauf des Turniers noch zweimal und fixierte ihn schließlich mit 6,83 Meter, einer absoluten Weltklasse-Marke. Der zweite Platz ging an die deutsche Weltranglisten-Dritte Moguenara mit 6,53 Meter und Rang 3 ging mit Xenia Akhidnadze ebenfalls an Deutschland. Die vielfache österreichische Meisterin Michaela Egger konnte mit der Weltelite nicht ganz mithalten und belegte mit 5,79 Metern den letzten Platz. Im Weitsprung der Männer entschied der regierende Indoor-Weltmeister Mauro da Silva, Brasilien, das Duell gegen den jamaikanischen dreifachen Vize-Weltmeister James Beckford in sehr guten 7,98 Metern für sich. Die Plätze 3 und 4 belegten die beiden österreichischen Teilnehmer Julian Kellerer und Manuel Leitner. Ohne österreichische Beteiligung fand der Stabhochsprung der Männer statt. In einer packenden Konkurrenz siegte der polnische EM-Bronzemedaillengewinner Przemysław Czerwinski mit 5,60 Metern, der den Griechen Kostas Philippidis mit gleicher Höhe auf den zweiten Platz verwies. 5,82 kann er springen, jetzt bei 5,60 Meter. Przemysław Czerwinski! Sehr gut auch der regierende Jugendweltmeister Robert Renner, der den dritten Platz in 5,50 Metern mit persönlicher Bestmarke sowie slowenischem Juniorenrekord fixierte. Die 8. internationale Golden Roof Challenge war der Auftakt zur Golden Roof Top Europe, die heuer das erste Mal stattfindet.